Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Wir sind hier gerade eben hoffentlich immer noch in der Endphase des Krieges und versuchen jetzt endgültig den Sieg davon zu tragen. Ich bin immer noch am gucken, ob es irgendwo noch etwas gibt, was ich übersehen haben könnte, was ich aber einfach mal nicht hoffe. Weil es muss ja auch irgendwann mal ein Ende haben, was wir jetzt hier gerade eben erleben. Der Feind ist halt nach wie vor nervig. Die Wirtschaft produziert hier permanent irgendwelche Arbeitslosen, was ich nicht so hundertprozentig... Also vor allem hochrangige Arbeitslose, was ich nicht nachvollziehen kann. Na, permanent habe ich Arbeitslose aus der gehobenen Schicht. Jetzt hier sogar zwei auf einmal. Irgendwas ist hier auf jeden Fall faul. Halten wir das mal fest. Irgendetwas ist seltsam und sollte so nicht sein. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin, hoffe ich jetzt einfach mal. Ich denke, hier mache ich nochmal ein bisschen... Einen planetaren Schildgenerator könnte man hier noch reinnehmen. Ganz im Ernst, ich mache hier wirklich einfach einen planetaren Schildgenerator rein. Dass meine Heimatwelt abgeschirmt ist vor potenziell bösartigen Angriffen von irgendwelchen Sims. Meinet auch, wegen auch vor dem Sams oder sowas, ist mir völlig egal. Nach wie vor, wie gesagt, versuchen wir anzugreifen. Wir haben jetzt das hier alles geschafft. Es gibt, glaube ich, nur noch einen Planeten. Aber ich muss gerade eben nochmal gucken. Ne? Also, mein Problem ist, ich sehe den Wald inzwischen schon vor lauter Bäumen nicht mehr. Und ich muss genau hingucken, ob ich nicht irgendwo ein Sternensystem übersehen habe, bei dem ich noch anlanden müsste. Ich kann zum Beispiel euch jetzt noch hier hinschicken. Aber hier ist, glaube ich, nichts mehr. Das letzte ist, glaube ich, wirklich das hier. Hoffen wir mal, dass ich mal damit recht behalte. Nee, es gibt sogar noch zwei, wie ich sehen kann. Es gibt sogar noch zwei. Meine Güte, es gibt sogar noch zwei. Spaceport under attack. So, der Forschungsnexus ist wieder auf der nächsten Ebene angekommen. Beziehungsweise er ist sogar komplett abgeschlossen. Das ist toll. Und der Gag ist, ich konnte ihn hier hinbauen. Er hat sich nicht irgendwie mit dem anderen gestritten um den Platz. Was ich ganz nice finde, wenn ich ehrlich bin. Gut, nachdem wir das hier gemacht haben, könnten wir jetzt, nachdem wir den Forschungsnexus gemacht haben, eine Mega-Schiffswerft in Angriff nehmen. Die Frage ist, wo würden wir die hinmachen? Sie bietet sich eigentlich irgendwie hier an. Geht das? Ich glaube, das geht. Obwohl wir da schon... Die scheinen sich nicht gegenseitig im Weg zu sein, was ich ganz cool finde. Ich meine, warum auch nicht? Warum sollten nicht zwei Sachen gleichzeitig um einen Planeten herumfliegen können oder um einen Stern? Die Sonnensysteme beweisen regelmäßig, dass so etwas eher der Regelfall ist, dass mehrere Sachen um etwas rumfliegen, you know? 210. Jetzt sind wir wieder bei minus 5. Ey, das kann doch nicht sein. Wieso ist der wieder von minus 3 auf minus 5 hochgesprungen? Das ergibt doch keinen Sinn. Wenn ihr mich fragt. So, jetzt gucke ich mal, ob wir jetzt gleich 100% haben. Ne, es fehlt im... Es geht sogar wieder auf minus 2. Die Besetzung reicht ihnen einfach nicht aus. Es reicht ihnen nicht aus, was ich besetzt habe. Man mache sich das mal klar, Freunde. Ich muss also noch mal einmal hier durchrasieren oder was ist jetzt hier das Thema? Ey, ganz im Ernst, ich habe alles von ihnen besetzt. Wirklich alles. Jeden vermaledeiten Planeten. Und es reicht ihnen noch nicht. Spaceport lost. Wo habe ich den Spaceport denn jetzt schon wieder verloren?
Ja gut, das ist da hinten, das ist zu erwarten, aber... Na, also ihr wisst, was ich sagen will, also das ist jetzt hier einfach nur noch total behämmert. Es muss doch möglich sein, ein Kriegsziel auch mal durchzusetzen. Und nicht einfach nur immer wieder nur Teilkriegserfolge. Spaceport under attack. Ist mir jetzt egal, ganz im Ernst, wir machen Status Quo. So. Was ist jetzt mit denen? Ihr seid, glaube ich, jetzt... Ach, guck mal, hier gibt's Da gab es tatsächlich noch einzelne Planeten, die ich einfach nicht gesehen habe. Na toll. Das ist so einer von denen, der Anführer. Da kriege ich ja jetzt schon... Ja, lass uns nicht rassistisch sein. Ich mache sofort mit denen ein Defensivabkommen. Und einen Wirtschaftspakt. Und ich würde am allerliebsten eine Föderation gründen. Kann ich aber nicht. So, das Wichtige ist, dass die jetzt halt quasi aus der Nummer raus sind. Wie sieht's bei euch aus? Ihr seid leider immer noch Vasall. Aber das Wichtige ist, dass sich jetzt dieses riesige Sternenreich im Grunde also rausgelöst habe. Und die sind jetzt nicht mehr Teil von dem anderen Kram. Das ist super wichtig. Meine Güte, ist das wichtig, ey. Ja, ich mache mit euch ein Migrationsabkommen. Ich muss sie halt jetzt wirklich hardcore an mich binden. Ein weiterer Gouverneur von mir hat ein Level-Up. Das ist der hier. Der macht hauptsächlich Konsumgüter. Genau, der darf auch noch mehr Konsumgüter machen. Nochmal 10% mehr. Ich habe einen Admiral verloren, wie ich gerade sehe. Wo ist der hin? Ach, das ist der, der gestorben ist. Vorhin. Jetzt habe ich tatsächlich einen von denen hier noch. Der Gag ist ein Fanatiker. Der hat einfach komplett die Seiten gewechselt. Okay. Rein aus Fun-Gründen nehme ich diese Spezies. Um ihnen zu zeigen, haha, nicht jeder von euch ist so ein Mistkerl. So ein versklavender Mistkerl. Es gibt auch gute Leute aus diesem Volk. Die erkannt haben, was für Schandtaten ihre Vorfahren begangen haben. So, wir werden es demnächst auch anfangen, noch Titan in unsere Armadas mit aufzunehmen. Wichtig für uns ist jetzt hier, dass unsere Schiffe hier geupgradet worden sind. Ja, de facto kann ich jetzt eigentlich alles wieder nach Hause schicken, ne? Wie ich gerade feststelle. Ich schicke euch jetzt einfach mal kollektiv nach Hause. Dich dahin. Wo sind eigentlich die anderen? Sind die weggejumpt worden? Ich weiß es gerade eben ehrlich gesagt nicht. Ich muss gerade eben nochmal hier meine gesamte Wirtschaft nochmal anschauen. Diese Wirtschaft, sie blutet. Ja, auch hier. Also angeblich will das hier eine Generatorwelt sein, aber irgendwie kann das nicht stimmen. It can't be true. Mhm. Ja, lasst uns hier nochmal Wirtschaftszonen machen. Ist auch nochmal eine... Ja gut, da kann ich wiederum nichts dagegen tun. Also was ist jetzt hier mit meinen anderen Schiffen? Wohin sind die gejumpt? Oder beziehungsweise meine Transporter? Okay, die eine Transporterflotte ist einfach wirklich... Die wurde wegteleportiert. Gut, dann müssen wir damit leben. Aber es gab tatsächlich noch zwei Systeme, die... Hier ist diese winzige Maschinenintelligenz. Die wurde sogar noch... Wurde die von denen mal angegriffen? Ich bin mir gerade eben nicht ganz sicher. Also wie gesagt, die sind jetzt mir gegenüber freundlich. Die würden sofort mit mir eine Föderation gründen. Aber ich kann es halt nicht. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen doof, dass man keine Föderation gründen kann, nur weil man die Diplomatie nicht genommen hat. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen blöd. So...
die machen ja auch noch mal ein paar Legierungen, kommen dann erlaube ich denen hier noch mal ein bisschen mehr Legierungen zu machen. Problematisch ist, dass wir jetzt hier... Moment. Ja, von wegen, die, jetzt wollen die schon wieder Geld haben. Wir werden definitiv nicht bezahlen und nach dem, was wir gerade immer erlebt haben, würde ich mal behaupten, sehe ich auch keinerlei Grund mehr, warum ich auch nur auf die Idee kommen sollte, zu bezahlen, Freunde. Ich sehe einfach gar keinen Grund mehr. So. Der ist jetzt wieder hier. Der soll natürlich jetzt wieder hier die Forschung unterstützen. Wir kommen jetzt hier an den Punkt, dass ich auch sagen muss, dass wir jetzt hier nochmal ein paar weitere Plattformen errichten könnte. Hier werden wir mal die Plattform mal auf den neuesten technischen Stand bringen. Aus irgendeinem Grund machen wir jetzt hier Minus. Ich weiß nicht genau warum. Ich deaktiviere mal wieder, weil wir sie gerade eben nicht brauchen, die ganzen Kriegsbuffs. Hab sie mal deaktiviert. Mache ich eigentlich irgendwie lebendes Metall? Ja, ich habe lebendes Metall. Ich mache mal mega Bauwerke aus lebendem Metall, damit das hier schneller geht. Wir bauen ja hier gerade eben etwas. Und ich hoffe, dass es dadurch schneller geht. Okidoki, was ist mit dir? Auch hier wären mehr Slots willkommen. Hier haben wir noch die Möglichkeit, mehr Legierungen zu machen. Wir brauchen jetzt halt auch wieder mehr Mineralien. Wir sehen, was die Situation ist, ne? So, mehr Level-Ups für unsere Anführer. Hier können wir noch mehr Spezialistenproduktion machen. Effizienz von irgendwelchen Märkten. Gen, Saatgut, Reinigung. Ich mach mal das. Das ist eine Technologie, die ich dringend brauche. Also unser Konsul hier bekommt auf jeden Fall Unterhalt für Schiffe reduzieren und für Armeen. Das wäre interessant. Oder ein Miner. Nee, dann nehmen wir tatsächlich das da. Dass unsere Armeen und Flotten da stärker sind. Gibt noch mehr Level-Ups? Ja, ein weiterer Admiral von uns hat ein Level-Up. Bei dem gehe ich dann auf Bilingual Fanatiker noch gehe. Ja, Fanatiker auf die nächste Stufe. Dann unser Lord Hochadmiral. Der wird nun Stratege. Ein weiterer General von uns. Der wird natürlich ein Invasor. Der neue Admiral, der wird ein Taktiker. Ich glaube, damit haben wir alle. Es sieht zumindest so aus. So, was können wir hier noch machen? Die machen auch hauptsächlich Legierungen. Hier wird hauptsächlich Energy Credits gemacht. Dann sollen die das auch so machen. Hier haben wir schon die Energy Credits. Wie sieht es hier aus auf dem Planeten? Die machen auch hauptsächlich Energy Credits. So, was machen wir hier noch rein? Wir könnten noch gucken, dass wir noch mehr Nahrung produzieren. Es wäre kein Fehler. In Anbetracht unserer Situation. Dann können wir eine ganze Menge Sachen upgraden. Upgraden. Wir wollten hier, glaube ich, noch mehr Ankerplätze reinmachen. Hydrokultur. Hier nicht. Hier nicht. Wobei, also es kann natürlich... Oh, was ist mit dir los? Du bist schon wieder nicht angedockt an das System. Meine Güte. Okay, und hier müssen wir so langsam aber sicher jetzt mal eine Verteidigung reinsetzen. Wenn ihr mich fragt, weil das ist ja immer noch ein unsicherer Ort. Schließen mal das da gerade eben. Auch die Flotte muss jetzt hier mal auf den neuesten technischen Stand gebracht werden. Es sind in diesem Krieg sehr viele Technologien erforscht worden. Ja, das lebende Metall macht jetzt halt hier Minus. Ich habe nicht das Gefühl, dass es eine gute Idee ist.
ships upgraded. So, okay, wir lernen jetzt das Roh abzubauen. Wir werden es, glaube ich, niemals brauchen. Initiating communications. Was ist jetzt los? Oh. Wir haben hier dann doch ein paar demokratische Kreuzzügler schaffen, so wie es aussieht. Sehr gut. Ja, die haben wir leider halt nicht so erschaffen können. Warum gehen die Beziehungen hier runter? Ich möchte nicht, dass diese Beziehungen runtergehen. Ich muss ein bisschen aufpassen, ne? Wir überdehnen hier schon wieder unsere Möglichkeiten. Oh, was ist das? Jungbrunnen? Der Vorstand des Forschungsnexus ist stolz und glücklich über die einmalige Gelegenheit, den vielversprechenden Wissenschaftler Dr. Xankore zu rekrutieren. Eine Koryphäe auf dem Gebiet der Lebensverlängerung. Er und sein Team standen kurz vor der Entwicklung eines Serums mit gutem lebensverlängerndem Potenzial, als ihnen die finanziellen Mittel ausgingen. Die Einstellung von Dr. Also das ist alleine schon ein unrealistisches Szenario, weil solche Sachen würden ständig Geld jemandem in die Kasse spüren. Die Einstellung von Dr. Xanthoris Bedeutung aber, dass wir nicht genügend Ressourcen haben werden, um unsere aktuelle Bioengineering-Forschungsprojekte unter Leitung von Dr. Groig fortzusetzen. Sie versuchen die Maschinenbauforschung mit Hilfe einer organischen Supercomputers zu optimieren. Ich gebe ihm die 1000 Credits. 1000 Credits sind nix. Also für uns sind 1000 Credits nix. Wir haben jetzt jede Menge Generatorwelten. Wir bräuchten aber auch jetzt deutlich mehr Mineralien, wenn ihr mich fragt. Sehr viel mehr Mineralien. Gibt es noch mehr Bergbau? Hier ist nochmal eine gute Bergbauwelt, wo ich gerade eben realisiere, dass man hier... welche ist denn das nochmal? Karasit. Wo ist die nochmal? Hä? Aber da... Nee, das habe ich doch schon. Hä? Bin ich doof? Doch, es ist die Hunter-Kolonie. Es ist... Huntur. Huntur ist es. Okay, also, ihr habt mich gerade eben ein bisschen vertan. Also, du musst jetzt da oben hin und einen Ring bauen. Welche Huntur ist denn das? Es ist aber nur die... Ich habe natürlich schon wieder hier zwei Huntur-Kolonies. Dann mache ich daraus jetzt hier Huntur-Kolonie 2. Damit ich die auch richtig erkenne. Genau, und ihr macht jetzt hier tendenziell dann wiederum andere Dinge. Also, wir brauchen jetzt mehr Orte, an denen wir Bergbau machen können. Auch hier wäre es vielversprechend. Der ist auf dem Weg. Ihr werdet jetzt auch mal eure Schiffe mal upgraden gehen. Eine reine Schlachtschiffflotte hier. Was kann ich denn hier noch mit reinbasteln? Ich könnte eine Titanwerft hier reinbasteln. Machen wir das mal. Argwöhnische Gemüter. Dr. Xaxore hat sein Team haben diese Woche die und sein Team haben Anfang die Woche die Ergebnisse ihrer Forschungen präsentiert. Wird das Serum auf die Haut aufgetragen, sorgt es für unübertroffene Zellregeneration, was vermutlich ein wunderbares wundersame Zutat Hohi-Hoka-Extrakt liegt, bekannt nach ihrem mysteriösen Ursprung. Leider haben einige wenige Individuen Beschwerden über die zusätzlichen Finanzmittel an uns herangetragen, die Xaxore erhalten hat. Dr. Groig ist sogar so weit gegangen, Dr. Xaxore als Betrüger zu beschuldigen. Sie bitten jetzt um Erlaubnis, eine Geheimuntersuchung zu starten und gleichzeitig um ein zusätzliches Budget in Höhe von 500 Credits. Wenn Dr. Xaxore das herausfindet, könnte er beleidigt reagieren und abreisen. Also ganz im Ernst, ein Wissenschaftler, der nicht zulässt, dass man seine wissenschaftlichen Ergebnisse untersucht, hat es nicht verdient, Wissenschaftler genannt zu werden. Wir untersuchen den Scheiß. Also das würde ich persönlich als
sehr, sehr zweifelhaft dann von der Redlichkeit her bezeichnen. Wenn jemand so reagiert, so, nee, ich möchte nicht, dass ihr meine Arbeit überprüft. Aha, dann habt ihr wohl was zu verbergen, mein Freund. Ganz einfach. Der Dabi-Extrakt. Dr. Greugs Untersuchungen von Shashores Forschung hat interessante Resultate ergeben. Dr. Shashore hat die Erfolge des Serums nicht nur stark übertrieben dargestellt, sondern auch versäumt zu erwähnen, dass sie nur vorübergehend sind. Die Nebeneffekte bei einer Überdosierung dagegen könnten permanent sein. Das Extrakt selbst wurde von einer aus den Drüsen einer Spezies gewonnen, die im Dabi-System beheimatet ist. Dabei handelt es sich um niemand anderen als die Nar von Nar Mercantile Guilds. Shashore hat mehrere Narianer monatelang im Käfig im Kälteschlaf gehalten, um für den notwendigen Extraktvorrat zu sorgen. Wenn sie der Wahrheit herausfinden, würden unsere diplomatischen Beziehungen zu ihrem Reich wahrscheinlich darunter leiden. Holy shit! Also das Projekt fermentieren und ihn in Gewahrsam nehmen. Ich werde ihn auf jeden Fall in Gewahrsam nehmen. Das ist ja ein Schwerverbrecher, der Typ. Okay, der mysteriöse Dr. Shashore ist uns leider entwischt. Natürlich. Und hat sein Team und seine Versuchspersonen zurückgelassen. Die Narianer sind aufgewacht und können sich zum Glück nicht daran erinnern, was sie durchgemacht haben. Shashore selbst ist wahrscheinlich schon unter einem anderen Namen auf einem Weg in ein abgelegenes System und plant seinen nächsten Betrug. Mit etwas Glück können wir ihn ergreifen, wenn ihm wieder ein Fehler unterläuft. Anscheinend hat sich sein Team genau wie wir von seinem Charme überrumpeln lassen. Viele von ihnen haben angeboten, sich als Ausgleich für ihre Fehler permanent dem Forschungsnexus anzuschließen. Man kann ihnen nicht vertrauen oder sie dürfen sich uns anschließen. Oder sie sind eindeutig nicht die hellsten in der Galaxie. Nee, also das kann natürlich schon sein, dass die Leute da ein bisschen geblendet worden sind. Ne? Also tatsächlich ist es so, dass so ein Forschungsleiter in der Regel derjenige ist, der hat die Kontrolle darüber, der kann entscheiden, wer wie viel quasi was erfährt und so. Sie dürfen sich anschließen. Warum auch nicht? Brachte uns auch einiges an Forschung. So, Schmiedesubventionen. Ich kann auf jeden Fall Schmiedesubventionen jetzt reinmachen. Industriesubventionen brauchen wir nicht. Ich würde aber auch auf jeden Fall auch jetzt hier auf Agrarsubventionen gehen. Ships upgraded. In der Hoffnung, dass sich dadurch hier dieses Problem löst. Denn ich habe jetzt halt einfach gerade eben zwei Probleme, die gleichzeitig laufen. Ne? Ein Nahrungsproblem und ein Mineralienproblem. Es ist wieder ein offener Ratsposten. Okay, Rekrutierungsoffizier. Dann nehme ich halt jetzt hier diesen General hier. Den wir da haben dafür. Okay, es sieht so aus, als ob die jetzt hier fertig sind, oder? Ja. Machen wir noch mehr Energy Credits. Sehr gut. Wir können nun Zro abbauen. Uralter Zielsteuerer. Klingt interessant. Boah, ich wünsche mir, dass die endlich aufhören, hier ständig arbeitslos zu sein. Und 291 Mineralien minus zu machen, ist auf Dauer dann halt schon echt purer Schmerz. Warte mal, ich denke. Boah, wenn ich den Planeten nur finden würde. Hier. Hier kann ich auf jeden Fall noch etwas ändern. Wir werden all. Also, die machen ja hier momentan ja nur 125 Energy Credits. Ich werde alle Jobs jetzt hier zu Bergbaujobs machen. Und dann hier auch. Auf Fenhaban ist eine weitere. Ein weiteres Konstruktionsschiff an den Start bringen. Das ich jetzt übrigens auch ganz nach oben befördern werde. Wo ist es denn? Ich weiß nicht, wo es ist. Ships upgraded. Ich habe eigentlich gerade eben. Ach, da ist es. Falscher Button. Ich habe Steuerung statt Shift gedrückt. Kann es sein, dass meine Arbeitslosigkeit so langsam aber sicher sich in Wohlgefallen auflöst? Ich habe den Eindruck, das ist so.
So, du machst dir noch mal ein bisschen Nahrung. Mehr können wir hier gar nicht tun. Meine Möglichkeiten sind hier auf Dauer sehr, sehr begrenzt. Aber es wird langsam. Also, du musst jetzt hier nach Fenhabanis und gibst Fenhabanis einen Orbitalring. Wir brauchen hier die Mineralien, die Fenhabanis produzieren kann. Construction complete. Boah, ist das gut, ey, dass ich die hier zu einem komplett eigenen Reich gemacht habe. Und die sind einfach nur noch ein Witz. Die könnten hier potenziell gute Partner werden hier. So, jetzt muss ich mal gerade mal gucken, mit wem habe ich denn hier noch irgendwelche Abkommen. Das Problem ist, dass ich jetzt halt nur bedingt noch Rivalitäten erklären kann. Was meine Politik halt schon ein bisschen einschränkt. Wen hast du denn noch als Bündnispartner? Die Hurren Alliance? Ja, das sind alles die da unten, ne? Also der nächste Krieg würde erstmal ganz, ganz klar wieder gegen die da gehen. Und dann eventuell gezielt gegen ihre Herren. Oder direkt gegen, gegen die Herren, ne? Das wäre dann natürlich wiederum der nächste Schritt. Construction complete. Okay, uns fehlt noch ein bisschen was, um die Titane in unsere Flotten reinkriegen zu können. Hier muss ich gar keine Titane mehr reinkriegen. Da habe ich nämlich schon einen Titan drin, der Dreadnought. Der macht eigentlich schon einen verflucht guten Job. Jetzt gucken wir mal gerade eben mal beim Schiffsdesigner. Ne? Wie gesagt, Titane sind ja schon möglich. Große Ripper Autokanone, falls ihr... Im Grunde finde ich das ehrlich gesagt gar nicht blöd. Ich will hier quasi eine gewisse Übersicht haben. Im Grunde finde ich das nicht blöd. Ich mache das jetzt hier mal so. Dann haben wir, wie gesagt, Artillerie, ja. Ja, Träger ist Quatsch. Gegner haben jetzt hier nicht unbedingt die Schilde, ich würde einfach mal sagen. Dass wir hier erstmal den Feuer Plus machen. Dann machen wir noch eine Variante, die Ziel Plus ist. Dann nehmen wir den Regger. Und last but not least, dass der Feind sich nicht zurückziehen kann, der Jammer. So, das soll jetzt hier mal die sollen jetzt mal diese Varianten sein. Problem ist, ne, die kosten halt, glaube ich, 16 Punkte pro Flotte. Befehlslimit. Das haben wir halt noch nicht. Das haben wir noch nicht. Deswegen müssen wir damit leben. Okay, ich glaube, ich kann mal wieder mit der Geschwindigkeit auf eine Stufe nach oben gehen. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Jetzt, wo, jawohl, und die sind jetzt auch nicht mehr komplett hardcore arbeitslos. Sodele. Die Situation in unserem Leben verbessert sich. I like. Initiating communications. Es ist nicht mehr alles völlig Banane. Wer will das hier mit mir migrieren? Nee. Kann ich leider nicht machen. Ist nicht drin, Freunde. Ich habe drei Flotten. Nee, ich habe sogar vier Flotten jetzt hier. 200 von 210. Die haben jetzt 208, 200. Ja, ich brauche halt, wie gesagt, noch mal ein bisschen mehr Befehlslimit Flotte. Oh, fortschrittlicher Schildverhärter. Das hätte was. Das hätte was, Freunde. Titane haben jetzt noch mehr Rumpfstärke. Lebendige Reaktivpanzerung. Fände ich auch sehr cool. Dass man das noch reinkriegt in seine großen Schiffe, ne? Damit halt nicht direkt Schaden im Rumpf gemacht wird.
würde ich cool finden. Und dann würde ich einfach mal sagen, Leute, hier hat sich auch einigermaßen alles wieder eingependelt. Es fehlt hier halt einfach nach wie vor noch ein Wohnraum. Aber das finde ich immer noch mies, was hier passiert ist. Ey, ohne Witz, das regt mich schon ein bisschen auf. Oh Mann, oh Mann. Warte mal, hier können wir jetzt weitermachen. Kann ich eventuell noch... Nee, nicht wirklich. Mit dem wir gerade eben... Ich brauche halt noch... Ich muss noch mal schauen, ob ich irgendwo noch die weiteren Ringe erschaffen kann, ne? Hier zum Beispiel haben wir keinen Ring. Und ich möchte, dass du einen Ring bekommst. Hallo? Jetzt. War sehr schwer zu treffen. Also, Freunde, danke für eure Aufmerksamkeit. Die Broken Chains sind auf einem guten Wege. Wir werden sehr, sehr bald und wieder hart zuschlagen. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.